Habe ich die jetzt gekriegt da oben? Ja. So, wo bin ich denn jetzt hier eben gestorben? Hier unten. Jetzt habe ich aber eine Maske und das ist gut. Pack deine Stacheln bitte wieder ein. Ja. Ich finde das blöd, dass man den von vorne nicht anrutschen kann, wenn er seine Stachel draußen hat. Weil der hat ja vorne an sich ja eigentlich keine Stacheln. Ich habe irgendeine Kiste kaputt gemacht. Yay! Wir haben es bis hierhin geschafft. Jetzt dürfen wir sterben. Und werden wir wahrscheinlich auch. Wir müssen hier eh irgendwo eine Kiste aktivieren. Dann lasse ich das mal noch so stehen, wie es da ist. Entschuldigung, falls das etwas laut war. Ich hatte Angst, dass ich nicht mehr da drüber komme. Dennis ist drüben in seinem Zimmer. Der ist am Daddeln oder Aufnehmen. Ach, keine Ahnung. Oder Film am Gucken. Das wird noch hier lange dauern, glaube ich. War ja schon bei Alex? Nee. Alex hatte, glaube ich, keinen Urlaub gekriegt oder sowas. Und deswegen hat sich das verschoben und noch nicht auf, also noch auf keinen speziellen Termin. Aber es ist erstmal verschoben. Das war doch gut. Okay. Das heißt Mikay mit M. Okay. Nein! Ich wollte gar nicht, dass das auslöst. Original konnte man hier so gut durchkommen, ne? Hier durch, durch diese Passage. Ich bin schon wieder gestorben. Da wir ja jetzt noch mindestens eine halbe Stunde Zeit haben, ich hole mir mal gerade mein Bier. Kennst du Passager? Das ist von Cold Mirror. Weil die wusste nicht. Irgendeine Passage. Oder Passager? Passage. So hat sie es gesagt. So, ich habe hier mein Bier. Das König Rotbier. Ich habe das vorher noch nie getrunken. Ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Da steht auf jeden Fall drauf: erfrischend und mild.
schmeckt wie Köpi. Nur nicht ganz so. Nicht ganz so herb. Aber nicht malzig. Wie's Dennis hat gesagt, das wird malzig schmecken. Doch. Es ist doch ein bisschen malzig. Okay, das muss ich zugeben, aber es ist nicht so süß. Wie das Porter. So. Weiter geht's. Ja. Ich bin auch irgendwie überhaupt kein Raid-Fuzzi. Also es ist ganz selten, dass ich mal einen Raid mache. Und den mache ich dann meistens alleine, wenn das irgendein schwaches Pokémon ist mit 7000 oder so. Oder 3000. Ich weiß jetzt nicht, was das Stärkste ist, was ich da bisher mal gemacht habe. Aber ich habe hier... Ich hab hier niemanden, der Pokémon Go spielt und dann auch noch in der gelben Mannschaft ist. Oder muss man für den Raid überhaupt in der gleichen Mannschaft sein? Im Team, Entschuldigung. Boah, direkt runter. Boah. Das muss ich mir gerade nochmal angucken im Delay. Zack. Als ob es so geplant gewesen wäre. Okay. Du kannst mich adden, wenn du willst. ich müsste dir jetzt nur noch mein Code nennen. Aber das kann ich gerade nicht. Ja, die Holzsäule hat das so schon geplant. Also wenn du willst, ich kann ja nachher mal mein Trainer-Zahlen-Codec-Ding da nennen. Code, whatever. Machen wir dann aber nachher, wenn Crash hier rum ist. Ich hasse ja meine Arbeitsstelle und meinen Ort. Arbeiten wir im Gebäude. Eines der Gebäude hat Pokestop und Arena. Anderes Gebäude hat 4 Stops. Das Gebäude, wo ich bin, keine Stops, keine Arenen. Ich wohne, meine Wohnung 10 Stops, 5 Arenen. Alle 1 bis 3 Minuten Fußweg entfernt. Das Gute ist, hier in der Wohnung ist nicht direkt ein Pokestop, aber wenn ich ganz nah an die Wand von der Küche gehe, dann komme ich an einen Stop dran. Das ist ganz nice. Wenn das GPS so richtig funktionieren würde, also das ist irgendwie, ich sag mal 5 Meter ist das nicht genau. Weil wenn ich zum Beispiel hier in der Wohnung bin, dann wird es angezeigt, dass ich draußen auf der Straße stehe. Also wenn das vernünftig funktionieren würde, dann würde ich auch ohne Probleme an den Stop drankommen, ohne in die Küche da zu laufen. Ich bin dran vorbei.
Moment. Ich war jetzt die ganze Zeit überlegt, neu machen. Weiß ich nicht. Aber wir können uns ja versterben lassen und dann machen wir das Ganze nochmal. Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, ich habe 5 Sätze angefangen und keinen zu Ende geführt. Ich habe von der neuen Strecke aus CDR die Oxidzeit geschlagen. Ja, da habe ich noch ein bisschen was vor mir mit den Oxidzeiten. Das Lustige ist, ich habe jetzt bei den Originalstrecken, also aus dem Original Crash Team Racing, nicht aus dem Nitro Kart, glaube ich, der PlayStation 2 Teil. Da habe ich jetzt so fast alle. Also fehlen zwar noch ein paar, aber fast alle Oxidzeiten. Aber auf der Oxidstrecke kriege ich nicht mal die Entropiezeit geschlagen, beziehungsweise ich kann noch nicht mal Entropie herausfordern. So schlecht bin ich da. Nein, 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 nein! Es kann doch nicht dein Eins. Aber Glückwunsch, dass du die von der neuen Strecke geschlagen hast. Ich begebe mich da vielleicht in meinem Urlaub, der eigentlich schon heute begonnen hat und gestern dran. Aber ich wollte jetzt auch erstmal... Ich glaube, ich mache erstmal Crysis 3 fertig. Da habe ich nämlich jetzt vorletzte Woche mit angefangen. Wenn es dich tröstet, hätte ich CTR, dann wäre ich noch schlechter. Du hast aber kein CTR, also zählt es nicht. Ja, auf jeden Fall Crysis möchte ich gerne fertig machen. Da habe ich nämlich Crysis 1, 2, 3, die Teile, die es bisher gibt. Habe ich dann auch Platin und das ist schön. Damals mit ausgeglichenem Char durchgemacht, aber mittlerweile spiele ich nur noch Coco. Ich spiele eigentlich nur Dingodile. Dingodile ist mein Lieblingscharakter. Ja. Das war ein Pro-Move. Confi? Ach da! Weil das rot geschrieben ist, habe ich das total ausgeblendet, weil ich dachte, das wäre irgendjemand, der irgendwas, also irgendein Bot, der was geschrieben hat. Da habe ich bislang überall dort, wo nötig ist, Platin. So. Jetzt nur noch zurückkommen, wir haben zum Glück noch eine Maske. Jetzt nicht mehr, aber ich glaube, es kommt auch keine Nitro-Kiste mehr. Das ist eine ganz gute Idee, um abzubremsen. So. Ich hätte den Checkpoint nicht einsammeln sollen. Fällt mir gerade auf. Das stimmt. Inzwischen kann man das machen. So. Ich glaube, jetzt haben wir hier alles. Ich habe da nicht mehr dran gedacht, dass da noch eine ist, ne? Nochmal. Wir haben ja Zeit.